Hallo und willkommen zurück zu Grand Ages Medieval. Und ja, unsere Städte wachsen langsam vor sich hin. Und wir sind hier auch gerade, glaube ich, noch ein paar Händler, genau, mit Karren am Ausrüsten. Dann, was brauchen wir denn? Wir brauchen noch Leute. Kann es sein, dass wir hier gerade eine Pest hatten? Ja, ich glaube, dementsprechend sollten die jetzt sehr schnell wieder... Genau, passt, wunderbar. Dann hier noch ein paar Karren hinzu. Da ist aber schon, glaube ich, ein Händler, der nichts zu tun hat. Genau, der kriegt mal ein paar Karren und dann überlegen wir uns eine Route für den. Ja, im Prinzip haben wir ja den hier. Nee, wo ist er? Den hier, genau. Der so rumläuft. Wobei wir uns jetzt mal überlegen könnten, ob der hier so rumläuft. Das heißt, wir könnten jetzt einen in die gegengesetzte Richtung schicken und das machen wir. Das heißt, wir fangen, nachdem ich den richtigen Knopf gedrückt habe, in Sofia an. Fahren... Oh, wie fahren wir denn jetzt? Machen wir die große Runde? Und lassen wir Arta aus oder nicht? Warum eigentlich nicht? So, oh, wir sind Edelmann geworden, sehr schön. Diese, also das Ding hier, wie der da lang fahren will, das ist mal komplett sinnlos. Naja, hilft ja nichts. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Sehr schön, die große Runde. Und ich glaube, da sind noch mal ein paar Karren fertig geworden. Die werden wir auch brauchen. Nein, nicht Einheit auflösen. Und los geht's. Sehr schön. Der wird jetzt mal ordentlich Geld benötigen. Boom. Ahnenwert 58.000 und direkt alle Sachen weg. Naja. Auf jeden Fall schauen wir mal. Es könnte einiges bringen. Hier brauchen wir Rohstoffe. Ja, das ist okay. Und hier fehlen noch 50... Irgendwas. Oh, Sophia ist mittlerweile Größe 6. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier werden noch Karren produziert. Was gibt es eigentlich an Angebote? Was habt ihr zu bieten? Biete euch Honig. Nee, lass mal. Weil eigentlich haben wir ja genügend Honig. Eigentlich, apropos eigentlich, was brauchen wir denn noch? Okay, also, hier Keramik wird gebaut. Tuch. Was hier aber auch daran liegt, dass immer noch zu wenig Waren überhaupt da sind. Das heißt, müssen wir jetzt mal schauen, dass wir einen Händler kriegen, der da mal lang zieht. Wo sind meine ganzen Händler? Was denn du? Ah, da ist noch einer. Richtig, wir hatten ja ein paar gebaut. Ich erinnere mich. Gut, mit dem könnten wir da ein bisschen eine andere Route machen. Die Städte, glaube ich, sind eh schon ein bisschen ausgelatscht. Dementsprechend die Route machen wir im Prinzip... Machen wir vielleicht einfach nur eine westliche Route. Also so, 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 so. Los geht's. Route aktiviert. Wunderbar. Hätten wir vielleicht auch andersrum machen können, aber das passt schon. Gut, in der Stadt sieht es schön aus. Da wird jetzt endlich gebaut. Fehlt trotzdem noch an Wolle und Tuch. Ja, da fehlt es auch noch an... Ne, das ist das Falsche hier. Auch nochmal zwei Stück und Tuch. Und noch zwei Stück. Gut. Tuch haben wir dann deutlich immer noch zu wenig. Aber mit der Zeit wird es. Und Honig wird, glaube ich, in Arta produziert. Genau. Da fehlt auch noch ein bisschen was. Okay, da kommen aber jetzt gerade ein paar Händler vorbei, die tatsächlich auch die benötigten Sachen haben. Dachte ich.
Ah, doch. So, und jetzt haben wir einen Sturm, der gerade hier drüber gezogen ist. Jetzt ist wieder alles schön. Gut. 14 gibt 104. Ach du Schande, brauchen wir viel Honig. Ja, ich das mal an. Das wird ja nie was. Also, nie im Sinne von wird ewig dauern. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, es wird gerade Winter. Weil das war vorher nicht weiß. Das sieht auf jeden Fall. Na? Ah, jetzt. Cool aus. Ist hier irgendwas mit Winter? Nee, wir brauchen aber noch ein bisschen Material und das haben wir jetzt gekriegt. Wunderbar. Richtig, wir haben ja freigeschalten neue Entwicklungspunkte. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon die ganze Zeit darauf gewartet. Wir holen jetzt die Werkstatt für Luxusgüter. Jetzt könnte man noch überlegen, ob wir auch noch die Schneiderei gleich machen. Aber, oder hier sowas. Aber ich bin der Ansicht, wir sollten mal gucken, dass wir hier vielleicht sowas machen. Eine halbe Zeit bringt es eigentlich nicht, aber vielleicht Straßenbau. Das heißt, 30% schneller. Das könnte man nochmal 15% schneller machen. Oder, ja, wir machen jetzt. Ja, den machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt tatsächlich hier nochmal schneller. Das heißt, wir können. Ja, wir hätten das andersrum machen sollen. Wir hätten jetzt vielleicht erstmal schauen sollen, dass alles gemacht wird. Na, wie auch immer. Also, Ausbau von Straßen. Oh Gott, das wird teuer. Das wird verdammt teuer. Wie viel Geld haben wir denn? Viel. Gut, so. Brauchen wir auch. Das muss hoch. Das muss hoch. Ich möchte gar nicht nach unten gucken, wie teuer uns das kommt. Gott. Ja, ich würde sagen, Hände aus das den passt Taschen! jetzt erstmal. Und ich fürchte, wir können da nochmal upgraden. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Wir sind auf jeden Fall gerade Stufe 6 mit steigenden Werten. Was wird hier gerade? Hier fehlen immer noch Honig. Ich weiß nicht, ob wir die Bäckerei nicht abbrechen. Weil eigentlich brauchen wir die eh nicht. Ich würde sagen, wir reißen die ab. Und packen die auch weg und überlegen uns irgendwas anders. Dann brauchen wir nämlich hier auch keine Backwaren mehr. So. Dafür können wir jetzt hier sagen, wir wollen hier Prunk. Prunk ist toll, Prunk wollen wir. Her damit. Oh Gott, wie sieht's hier aus? Na, also, das stellen wir genügend her. Metalle stellen wir genügend her. Kohle brauchen wir ein bisschen was. Und Keramik brauchen wir was. Okay, das heißt, einfach mal von allem eins dazu. Und jetzt brauchen wir eine Kapelle, die wir uns natürlich nicht leisten können. Darum bauen wir jetzt erstmal den restlichen Schmarrn hier. Und hier brauchen wir dafür jetzt natürlich. Gott, wir hätten echt den einen Punkt in den Imker stecken sollen. Mehr Backwaren. Habe ich da gerade übertrieben? Ein bisschen. Aber nicht sehr. Aber gleichzeitig. Oh, brauchen wir natürlich jetzt auch mehr Imker. Naja. Ein bisschen was. Verkehrschaos. Aha. Ein Verkehrschaos haben wir anscheinend gerade. Wie sieht's hier aus? Gibt's irgendwas Neues? Noch nicht so wirklich. In Arta fehlen Materialien, die irgendwann mal geliefert werden dürften. Hier vielleicht. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wahrscheinlich nochmal neu in die Stadt rein. Oder auch nicht. Was ist dieser Händler gerade?
Das ist ein bisschen doof, dass man nicht sieht, welcher es ist. Der hier könnte es sein. Welcher ist denn das? Tomislav, irgendwas. Okay, der ist gerade da oben. Gut. Dann war da für uns ein anderer zuständig. Auf jeden Fall, die Imker wird gebaut. Das ist schön. Das sieht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie viel die Werkstatt hier benötigt. Ups. Also mit anderen Worten, wir brauchen 8 Stück, 9 Stück davon. Die ist schon am Vollarbeiten, nicht wahr? Ja. Was? Nee, nicht abreißen. Bauen. Werkstatt. Bauen. Hä? Wieso darf ich die jetzt nicht bauen? Brauche ich wieder eine Kapelle? Ich tippe mal. Gut, dann bauen wir da eine. Was? Was? Tiere? Landwehr. Was? So weit? Kümmert euch mal da drum. Oder um sonst was. Was ist das? Da haben wir irgendwas gesehen. Luchse. Oh. Und zwar nicht zu wenige. Aber ich meine, wir... Nee, schaffen wir nicht. Dann flieht mal. Dann flieht mal und wir holen die anderen dazu. Uns soll sich einer anschließen? Ja, bitte. So. Truppen entlassen? Nee, das eher nicht. So, 92. 97, 100. Und jetzt gehen wir mit Was? Beiden so Einheiten weit? Da hoch. Und schauen mal, ob wir diese Luchse... fortluchsen können. Ach, Menno. Da sind Luchse. Komm. So, das ist hier immer noch Spaß. Und da sind immer noch viel zu viele. Und oh Gott, wir verlieren hier viel zu viele Einheiten. Ich habe die Hoffnung, dass das dem Gegner auch so geht. Also dem Gegner, ja, den Viechern, muss man fast sagen. Wir könnten auf jeden Fall mal in der Kaserne. Nein, wir brauchen ja mehr. Dann bauen wir hier mal 2. Machen wir 3. Ich glaube, wir haben genügend Städte und Unterhalt. Wir haben 1 Million Gold. Oh Gott. Die werden irgendwie nicht weniger. Die Luchse da. Dann fliehen wir mal lieber. Ja, tschüss. Ja, ihr anderen solltet auch fliehen. So war das jetzt nicht geplant. Gute Idee. Gott, ey. Gut. Also, das ist ein bisschen blöd. Da müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Dass die Luchse so stark sind. Richtig. Wir haben eine Rattenplage. Super. So, Fisch. Honig, Bier. Bier kriegen wir hin. Bier kriegen wir hin. Also, sobald wir wieder mehr waren und so, aber grundsätzlich mal kriegen wir das hin. Hier gibt es noch nichts Neues. Dass Sophia nur 5000 hat, beunruhigt mich ein bisschen. Deswegen bauen wir jetzt hier mal ein Kloster. Ich vermute mal, daran liegt es, dass wir nicht mehr haben können. Truppen in der Stadt, 5 Stück, das sieht gut aus. Das sieht weniger gut aus. Ja. Wo denn hier? Und da, genau. Dachte ich mir. Dann schauen wir jetzt mal, dass die hier sich voll regenerieren, die Truppen.
mal alle zusammengefasst. So, der eine braucht noch ein paar. 85, 90, 95. Na komm. 100. Jetzt, also los geht's. Muss das sein? Mit 679 Mannstärke schaffen wir es doch hoffentlich gegen so ein paar Viecher da. Hoffentlich. Bin mir nicht sicher. Aber wir haben auf jeden Fall anscheinend die erste Einheit besiegt, weil wir haben Großwildjäger bekommen. Und ich nehme jetzt einfach mal fröhlich an, dass das irgendwie zusammenhängt. Gut, wir haben hier gerade nichts in Produktion. Wir brauchen hier eh ein bisschen mehr, nicht wahr? Fangen wir an mit Wein. Zweimal. Oh Gott, ist der toll. Was? Habe ich jetzt von allem zwei gebaut? Aha. Deswegen. Gut. Das erklärt's, warum ich beim letzten Mal hier so komisch gebaut habe. Ja, aber mei, da bauen wir halt von allen zwei. Ist jetzt auch nicht komplett verkehrt. Nicht komplett zumindest. Und jetzt haben wir die Lachse gleich. Komm. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal zu dieser Ruine. Ist da jetzt was? Ja, noch mehr Luchse. Bin mir nicht sicher, warum wir nur 100 irgendwas haben. Können da vielleicht alle kämpfen, so vielleicht. Just saying. Ich hoffe mal, dass das was bringt, wenn da mehr angreifen. Ihr da zum Beispiel. Ihr seht nicht so, als ob ihr am Kampf teilnehmt. Muss das sein? Vielleicht auch schon. Man weiß es nicht so genau. Naja. Gut, ich glaube, unser Bautrupp ist fertig. Schauen wir mal, gibt es irgendeine Straße? Ja, wie ich befürchtet habe. Können sie nochmal aufrüsten. Dann machen wir das mal hier irgendwie so und den Weg und den Weg und den Weg. So, also im Prinzip unsere Städte miteinander verbinden. Geld haben wir genügend, kein Problem. Packen wir es an. Los geht's. So, und die Lüchse haben jetzt auch gleich. Und es wird Frühling. Mit anderen Worten, der Schnee geht ein bisschen zurück. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es wirklich eine spielerische Auswirkung hat, aber sieht zumindest schön aus. So, hier fehlen Arbeiter, und zwar viele. Kommen aber auch einige nach. Das ist gut. Kann nämlich gearbeitet werden. So, haben wir es jetzt. Yeah, Großwildjäger. Was? Und so da weit? Liegen ein paar Warenhaufen, die haben die Händler verloren, als sie geflüchtet sind. Drum sammeln wir die jetzt mal ein. Muss Gibt das ja sein? Immerhin ordentlich Geld. Ah, okay, hier könnten wir unsere Truppen ja einfach upgraden, aber im Prinzip brauchen wir das nicht unbedingt. Gibt's noch irgendwas Interessantes auf dem Tier? Ach, Menno. Sind wieder Karren. Ja, da möchte ich sehen, wie diese 59 Banditen sich mit unseren 514 Einheiten anlegen. Nups. Das wird nix. Also für sie. Wie sieht's aus? Kurz davor. Das ist schön. Wir haben das Kloster gebaut. Wir haben eine große Burganlage. Wir könnten noch das Depot erweitern. Machen wir mal. Und sonst brauchen wir mehr Tücher, mehr Fisch, mehr Honig und mehr Fleisch.
Gut, dann ist das die richtige Stadt. Einmal die Kapelle, weil ich bin mir sicher, da meldet sich gleich wer. Mehr Fleisch. Okay, also 4 davon. Ich glaube, ich möchte nicht diesen Modus. Der gefällt mir besser. Okay, ich kann nur 2 bauen. Das heißt, die Kapelle war genau richtig. Da strabanzen noch ein paar Banditen rum. Die jetzt aber auch gleich... Was? Da ist gerade der Goblin dazugekommen. Ja, wenn er meint. Ja, wenn er meint. Was? So, da ist der Karren und 50.000. War mittlerweile nicht mehr ganz so beeindruckend, aber auch nicht schlecht. Ach, Menno. Schauen wir mal. Können wir den Speer von ihm schnappen? Ja. Tihi. So viel gelaufen. Ich glaube, wir machen das jetzt mal so. Okay, erstmal. Ich möchte gerne verstärken drücken können, ohne dass ich uns soll sich einer die anschließen? Einzelnen auswählen muss. So. Dir sollt auch verstärken. Uns soll sich einer anschließen? Ja, das wäre der Plan. Gut, dann stellt sich jetzt einer mal dahin. Ach, Menno. Einer mal dahin. Beziehungsweise einer mal dahin. Was? So weit? Und dann umzingeln wir den so ein bisschen. Dann sollte da nämlich nicht mehr viel von ihm rauskommen. Hihihi. Wie geht's, Arta? Aufschwung. Sehr schön. Sehr schön. Könnte man echt überlegen, hier ein Kontor und sonst was zu bauen. Na. Mit der Zeit dann. Tücher brauchen wir noch viele. Das ist hier. Gehen wir gleich ein paar in Auftrag. Die 4 sind sogar theoretisch zu wenig. Wolle würde nicht ganz passen. Da bauen wir nochmal eine. Und Felle. Ja, Felle machen wir auch noch eins. Und natürlich, es fehlen mal wieder krass viele Bauwaren. Kennen wir ja schon. So, die hier sind gleich voll. Jetzt, so dann dürfen die mal nach Sutorina. Da. Rattenplage, ja. Schön für die anderen. Oder nicht schön, je nachdem. Ah, hier. Jetzt. Ja, das ist ein komischer Wellenbrecher. Deine Stabwaffen rücken geschlossen vor und lassen der gegnerischen Reiterei keine Chance. So muss das. Und das machen wir jetzt, glaube ich, ein paar Mal. Na, gut. Also mit anderen Worten, wir ignorieren jetzt das Terrain. Und wir haben immer noch eine Überproduktion davon. Das ist sehr erstaunlich. Gut. Hier produzieren wir genug. Salz, Honig, Dinger. Können wir uns das überhaupt leisten? Ah, jetzt können wir es uns vielleicht leisten. Wie viel geht? 5. Machen wir mal. Die brauchten was? Prunk brauchte Töpfer und Werkzeuge. Werkzeuge sieht noch okay aus. Ich bin mir sicher, das sieht gleich nicht mehr okay aus. Und Keramik, ja. Selbe. Das heißt, da machen wir mal 3 draus. Werkzeuge vielleicht auch. Und Kohle müssen wir dann mal schauen. Ne, da brauchen wir definitiv noch mehr. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das in dieser Stadt funktionieren soll. Außerdem brauchen wir vermutlich noch ein Kloster oder so. Yep. So, wie sieht es eigentlich in dieser Stadt aus? Ja, die haben tausende Ziegel, das ist überhaupt kein Ding. Die müsste mal nur jemand... Oh, hier sind Baron. Die müsste mal jemand abholen kommen und da sieht es nicht gut aus. So viel gelaufen. Ach, Menno. Du hast es geschafft. Die Würdenträger bei Hofe betrachten dich als einen der ihren.
Ich werde Barnas Anklage nun erneut verhandeln lassen. Währenddessen solltest du dich gegen weitere Angriffe wappnen, damit weder deine Feinde im Senat noch die Normannen auf dumme Gedanken kommen. Gut, also, durch deinen neuen Rang kannst du einen Senatoren von Konstantinopel nur noch... Das ist, glaube ich, das, was sie gesagt hatte. Nee, nicht ganz. Nur in anderen Worten. Nun auf Augenhöhe begegnen. Eudokia nutzt diese Gelegenheit und lässt Barnas Anklage gegen dich erneut verhandeln. Währenddessen solltest du dich gegen weitere Angriffe wappnen, wenn auch zunächst nur zur Abschreckung. Errichte eine Reitschule und einen Übungsplatz. Erhöhe anschließend deine Anzahl an Truppen auf 4. 5? Reitschule und Übungsplatz in Erweiterung der Kasernen werden auch dort in Auftrag gegeben. Die neuen Einheiten kannst du anschließend über die Kaserne rekrutieren. Jeder Einheitentyp ist gegen eine bestimmte andere Einheitentyp besonders wirkungsvoll. Du solltest da stets mit gemischten Einheiten vorgehen. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein und jetzt müssen wir mal ein bisschen Militär anscheinend machen. Das heißt, wir sollen eine Reitschule machen und einen Übungsplatz, genau. Was gäbe es noch? Eine Werft, Axtkämpfer und Spießgesellen. Ja, alles interessant, aber... Ah, wir hätten noch einen Produktionspunkt. Wollen wir die Honigproduktion? Ich glaube, wir machen das, weil das ist echt ein Problem die ganze Zeit. So, und dann sind die hoffentlich schnell genug da, um den zu unterstützen. Hoffe ich. Ja, jetzt sieht das gut aus. Gut, dann ab in die Kaserne. Und da bauen wir eine Reitschule. Und einen Übungsplatz. Und jetzt können wir hier noch ein paar mehr Sachen festlegen. Ja, ich würde sagen, alles was teuer ist. Früchte, okay. Kohle brauchen wir eigentlich nicht, lieber das. Das passt schon und dann gehen wir gleich nochmal eine Erweiterung im Bau. Geld haben wir ja und überhaupt und sowieso. Außerdem... Im Gasthof würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Karren. Genau. Und dann sieht das hier gut aus. Errichtet ein größeres Gotteshaus, damit unsere Stadt mehr Bürger aufnehmen. Zusätzliche Arbeitskräfte, aha. Die normale Speisung, aha. 6, 3, 3, 6. Könnte man theoretisch machen, aber ich weiß gerade gar nicht. Beziehungsweise, was haben wir noch? Ein Fest? Zufriedenheit? Okay, Wohlstand plus 15 und Erweiterung? Ah, okay, auf 6000. Also wir brauchen gar keinen Kloster, das ist mehr die maximale Anzahl Freier. Das heißt, wir müssen tatsächlich das erweitern. Geld haben wir? Ne, können wir noch nicht. Müssen wir erst erweitern. Okay, ich hab's verstanden. Und hier ärgern wir jetzt den Gegner. Sehr schön. Gegner ärgern ist immer toll. Du kriegst mal noch einen Karren. Und ist direkt voll. Ah, sehr schön. So muss es sein. So muss es sein. Hier wird gerade fröhlich gebaut. Jetzt sind vermutlich gleich die freien Bürger weg. Wobei, nee, haben wir sogar noch. Erstaunlich. Tuch ist immer noch zu wenig. Dann bauen wir noch mal 2 Tücher. Machen wir 3 draus. Wie sieht's aus mit Wolle? Da brauchen wir auch noch mal 3 Stück. So, wir haben ja jetzt, glaube ich, Honig erhöht. Ja, Honig haben wir jetzt definitiv fast zu viel. Upsi. Aber Fisch und Salz können wir noch ein bisschen nachlegen. Ich glaube, um Fisch habe ich mich die ganze Zeit nicht gekümmert. Und Salz mal nur 2. Dann schauen wir nochmal nach, wie viel.
Ja, doch einiges. Und Fisch vor allem. Also. Warten wir es mal ab. Fleisch dann auch noch eins. Was? Wilde Tiere da oben schon wieder. Haben wir die Ruine nicht ausgeräuchert oder was? Ist doch doof. So, wo ist die letzte Einheit? Uns soll sich einer anschließen? Wo ist die letzte Einheit? Da unten. Da unten. Gut. Dann können wir trotzdem mit dem Rest schon mal hier Was? hochgehen zu diesen So wilden weit? Tieren. Nee, eigentlich hier hin. Und diese Ruine angreifen. Ich hoffe mal, zu dritt schaffen sie das jetzt. Nein, nein, Och, nein, nein, nein. Hier. Menno. Oh. Sehr gut. Die neuen Truppen geben dir ein höheres Maß an Sicherheit bis zum Ende deines Verfahrens. Barnas hat viele Freunde im Senat. Es kann also nicht schaden, wenn wir ein paar Unentschlossen auf unsere Seite ziehen. Du wirst sehen, Geliebter. Das ist einfacher, als du denkst. Ich habe sogar schon ein paar Kontakte geknüpft. Eudokia hat eine Neuverhandlung deines Falles erreichen können. Nun gilt es, weitere Fürsprecher im Senat zu gewinnen. Einige Senatoren kommen aus Izmir und oder haben Freunde dort. Die Lieferung hochwertiger Waren dürfte sie günstig stimmen. Also, wir sollen jetzt Kleidung und Prunk nach Izmir liefern und verkaufen und dort verkaufen. Du solltest die Preise in Izmir beobachten und nicht alle Waren auf einen Schlag verkaufen. Okay. Kleidung. Okay, Kleidung haben wir noch nicht. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen weitermachen, bis wir genügend Kleidung haben. Der Kampf hier, oder? Ja. Der sieht gut aus. Und ja, die Zeit sagt mal wieder, das war's für diese Folge und darum mache ich das auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.